Was passiert eigentlich, wenn du so über dich denkst? Zwei Beispiele. Ronaldo, der bekannte Fußballspieler. Sein Vater hat immer zu ihm gesagt, du bist ein Diamant, du bist etwas ganz Großes. Steve Jobs, der Apple-Gründer, seine Eltern haben zu ihm immer gesagt, du bist etwas Besonderes, du bist etwas Außergewöhnliches. Er hat es selber geglaubt und er hat es so gelebt. Du hast recht, wir alle hatten vielleicht diese Kindheit nicht, wo uns jemand so gestärkt hat, so aufgebaut hat und etwas so Großes zu uns gesagt hat, und zwar dauerhaft. Aber wir können selber, und zwar jetzt, eine große Meinung von uns selber haben. Denn so wie wir über uns selber, und zwar wahrlich über uns selber denken, genauso gestaltet sich unser gesamtes Leben, unser gesamtes Umfeld. Per Resonanz ziehen wir genau das an, was wir in uns tragen. Das heißt, welchen Bewusstseinszustand wir haben. Das heißt, wie denke ich über mich wahrlich, wirklich? Wie denke ich über mich? Groß oder klein? Und da gibt es ein sehr gutes Buch, die Bibel. So wie innen, so außen. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Denke groß über dich. Denn du bist in Wahrheit etwas sehr Großes, etwas sehr Besonderes. Du musst es nur noch annehmen können. Und wenn du das annehmen kannst und wirklich in dir selber pflegen kannst und so leben kannst, dass du etwas Besonderes bist, dann wirst du es auch erleben. Und zwar in allen Formen. Und genau das wünsche ich dir. Und ich hoffe, bis bald.